Guten Abend, liebe Zuschauer. Im Steigerwaldstadion war gestern der Bär los. Ronny Hebestreit, eines der hoffnungsvollsten Erfurter Fußballtalente, sollte verabschiedet werden. Und dazu reiste niemand Geringeres an als das Staraufgebot seines neuen Vereins, des FC Bayern München. Wir zeigen Ihnen jetzt eine Aufzeichnung des Freundschaftsspiels zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und dem deutschen Fußballmeister, das als Abschiedsspiel des Ronny Hebestreit vereinbart worden war. Einen ganzen Fußballnachmittag hatten die Rot-Weiß-Verantwortlichen organisiert, um den 18.000 ins Stadion strömenden Fans die Zeit bis zur Ankunft der Bayern zu vertreiben. Herr Neumann, Hauptsponsor vom FC Rot-Weiß. Heute kriegen Sie hohen Besuch, ja? Ja, wir freuen uns schon drauf, dass wir in dieser Region, heute dieser Landeshauptstadt, dieses Highlight heute bieten können mit dem FC Bayern München. Und es zeigt und beweist doch, dass wir bei Rot-Weiß auf dem richtigen Wege sind. Die Bayern kommen gleich hier ein, ja? Wollen Sie sich selbst begrüßen? Ja, wir stehen also hier, der Herr Wagner und ich, ja, und warten auf die Bayern, wollen die in Empfang nehmen, ja, wie sich das eben so gebührt. Und dann der von den Fans herbeigesehnte Moment. Der eigens aus München herbeigeholte Bayern-Mannschaftsbus hatte sein Werk vollbracht und die Stars vom Flughafen Erfurt bis ins Stadion transferiert. Zuerst galt es, Bayern-Coach Giovanni Trapattoni in Erfurt willkommen zu heißen. Habt ihr einen guten Flug gehabt? Ja, Felix? Super. Hat ein bisschen gedauert, ja? Und dann kamen sie, Thomas Helmer, Markus Babbel, Ruggiero Riccitelli, die ganze Mannschaft. Eingespannte Gesichter zumeist, denn die Bayern hatten sich ja am Wochenende beim Hallenturnier in Berlin nicht gerade mit Ruhm bekleckert und Trapattonis Stirn zieren noch einige Sorgenfalten im Hinblick auf den Rückrundenstart. So war es den Bayern mehr als recht, als sie vom Wunsch Ronny Hebestreits erfuhren, trotz seines schon laufenden Vertrages mit dem FC Bayern noch einmal für Erfurt spielen zu wollen. Das Star-Ensemble des italienischen Fußballlehrers muss die Feinabstimmung üben. Nur einige Spieler haben ihren Stammplatz bereits sicher. Mario Basler gehört mit Sicherheit dazu. Doch auch er wirkte ziemlich genervt auf dem Weg in die Umkleidekabine. Als letzter entstieg Bayern-Manager Uli Hoeneß dem Bus. Er hatte seinen Spielern offensichtlich den Part abgenommen, die Öffentlichkeit zu unterhalten. Denn bis zum Anpfiff trat vornehmlich er in Aktion, wenn es galt, die Journalisten mit Interviews oder die kleinen Fans mit Autogrammen zu beglücken. Wen haben wir denn da? Scholli? Geht vorne weg. Das ist auch super. So, reicht, ne? Hat er einen guten Flug gehabt bis hierher? So, okay. Die Vorfreude der Fans war kaum noch zu beherrschen. Kennst du ein paar Bayern-Spieler? Carsten Janker, Giovanni Elber und Lothar Matthäus. Mario Basler, ja, das waren schon eine ganze Menge. Oliver Kahn. Oliver Kahn, genau. Okay. Dann wünsche ich dir mal viel Spaß. Ja. Aber noch ging es nicht los, denn zunächst sollten die Sieger unter den kleinen Fußballern geehrt werden. Uli Hoeneß damit schon beim nächsten PR-Auftritt. Er überreichte den besten Schülermannschaften Erfurts die Pokale, die am Nachmittag in der Thüringenhalle ihre Kräfte gemessen hatten. Bei denen war natürlich schon Riesenstimmung. Alles Gute, gell? Mein kleines Stück zur Seite gehen. Entschuldigung. Und die Leute. Last Wort, Sir Hoeneß. Und habt ihr gewonnen? Kurz vor dem Spiel hatten der Bayern-Manager und Erfurts Trainer Jürgen Raab dann auch ein wenig Zeit für TV Erfurt. Ja, wir sind von TV Erfurt, ganz neuer Sender in Erfurt. Wir wollten mal gerne die Bayern fragen, wie der Flug war. Der Flug war wunderbar und wir sind ja auch pünktlich angekommen. Und das Spiel jetzt selbst, eine echte Aufgabe oder mehr doch Freundschaft? Nein, wir werden hier ein Vorbereitungsspiel haben für die Bundesliga und die Mannschaft spielt ziemlich komplett.
und mit Hebestreit, der kommt bei Erfurt zum Einsatz, ja? Der spielt bei Erfurt, ich meine, das wäre ja auch die Mannschaft, wo sie jetzt vorbereiten, und ein Spieler, der die Mannschaft, unsere Mannschaft überhaupt nicht kennt, das würde ja keiner Seite was nutzen. Schnell. Ja, Jürgen Raab, großer Gegner, wie sieht die taktische Marschroute aus? Ja, wir wollen so spielen wie immer, also den Gegner versuchen unter Druck zu setzen, ihn zu Fehlern zu verleiten und selber aktiv das Spiel zu machen. Dann mal viel Spaß. Ja, danke. Die Spieler waren bereits beim Aufwärmen, als die Ehrengäste des Abends zu Wort kamen. Neben Ministerpräsident Bernhard Vogel griff auch Erfurts Oberbürgermeister Manfred Ruge zum Mikrofon. Ich als Erfurter Kind habe hier diesen Stadion schon viele Fußballereignisse gesehen und es freut mich, dass wir trotzdem eine so große Fangemeinschaft für unseren FC Rot-Weiß hier sind und dass 20.000 heute hier zusammenkommen. Schließlich der letzte Programmpunkt vor dem Anstoß. Die offizielle Verabschiedung von Ronny Hebestreit mit Stadionsprecher Thorsten Jäger von der Landeswelle. Seit dem 1. Januar bist du ja Angestellter des FC Bayern München. Bist du ein bisschen stolz? Ja. Mehr sagst du nicht dazu? Nein. Du hast jetzt schon ein bisschen trainiert in München. Wie sind die ersten Eindrücke, Ronny? Also ich muss sagen, ich bin ganz prima aufgenommen worden in München und ich hoffe, es geht so weiter. Wir drücken dir natürlich die Daumen in einer Halbzeit und noch ein bisschen mehr spielen heute im letzten Spiel für Rot-Weiß Erfurt. Ronny Hebestreit! Die Blumen für den Neubayern gab es vom Landesvater Thüringens persönlich. Herr Hebestreit, spielen Sie gut für Erfurt. Ja, danke. In der ersten Halbzeit. Ja. Mit Beginn der ersten Halbzeit erleben Sie nun eine bekannte Stimme am Mikrofon von TV Erfurt. Wolfgang Hempel wird das Spiel für Sie kommentieren. Und der prominenteste Zuschauer im Stadion, Thüringens Ministerpräsident Bernhard Vogel, hat den Ehrenanstoß vollzogen. Und offenbar hat er den Ball so hart getroffen, denn nach 10 Minuten musste die Kugel ausgewechselt werden gegen einen neuen Ball. Aber in der Tat, der FC Bayern München, fraglos Deutschlands populärste Fußballmannschaft der Gegenwart und deutscher Meister noch dazu, hat es wieder möglich gemacht, dass dieses Erfurter Stadion am Steigerwald mit knapp 20.000 Zuschauern gut gefüllt ist, nicht ganz ausverkauft, aber genau wie vor einem Jahr, am 15. Januar 1997, war der FC Bayern hier zu Gast und löste Riesenbegeisterung aus unter den Thüringer Fußballfans. Und so ist es an diesem Dienstagabend nicht anders. Allerdings ganz anders sind die Bedingungen im Vergleich zum Vorjahr. Damals, vor 12 Monaten, wer erinnert sich da nicht, hoher Schnee, -12 Grad im Stadion. Und diesmal, Sie sehen's, ein grüner, ein trockener, glänzend bespielbarer Rasen und dazu angenehme +2 Grad als Januartemperatur. Sie haben es längst erkannt, die prominenten Gäste spielen von links nach rechts, ausnahmsweise einmal in der ganz weißen Spielkleidung, damit der Gastgeber, der FC Rot-Weiß, seinen Namen entsprechend in Rot spielt. Bei der Münchner Mannschaft fehlen im Vergleich zum Vorjahr nur 3 Spieler. Der immer noch verletzte Kapitän Helmer, für den in der Abwehrzentrale hier der Blondkopf, der Ex-Karlsruher Fink, spielt. Dann Klinsmann, der ja den Verein gewechselt hat, über Sampdoria Genua nun mittlerweile bei Tottenham Hotspur gelandet ist.
In München wird er nicht vermisst, denn mit dem Brasilianer Giovane Elber ist vom VfB Stuttgart ein spieltechnisch fraglos besserer Mann gekommen. Hier ist er am Ball. Und der dritte Mann, der nicht mehr dabei ist, der linke Außenverteidiger Ziege, der zum AC Mailand wechselte, und für ihn spielt nun Tarnat, ebenfalls vom Karlsruher Sportclub gekommen. Ein Mann mittlerweile mit Nationalmannschaftsambitionen. Das sieht es bei der Erfurter Mannschaft doch ganz anders aus. Vom Vorjahrsspiel sind nur noch 5 dabei. Der immer zuverlässige Torwart Kraus. Der Mann auf der rechten Außenbahn, in den letzten Monaten spürbar mit zum Publikumsliebling, vor allen Dingen der Teenies geworden, Piet Schönberg. Dann der heute als Mannschaftskapitän fungierende Abwehrspieler Teves. Der Mittelfeldmann Nico Scheller und Ronny Hebestreit in seinem nun echt letzten Spiel für Rot-Weiß. Und man sieht es von der ersten Minute an. Da gibt es keinen Respekt der Erfurter vor den großen Gegner. Schon gar keine Angst. Da wird mutig nach vorn gespielt. Und das gefällt den knapp 20.000. Hier Mehmet Scholl. Auch in diesem Jahr wieder genau wie im Vorjahr hat er eine riesen Fangruppe. Vor allen Dingen unter den jungen Fußballmädchen ins Kampfstadion gelockt. Ruf Mehmet, Mehmet schallte schon vor dem Spiel durch die Arena. Und hier haben wir Piet Schönberg. Weit vorn in der gegnerischen Hälfte. Schneller Antritt. Seine Schnelligkeit spielt er aus, aber da wird er erstmal abgefangen von Tarnat. Schiedsrichter der Partie ist übrigens der Eisenacher Heinz Weber. Und seine Assistenten an den Seitenlinien drüben auf der Marathontorseite der Gotha Zink und hier unten auf der Tribünenseite der Mann aus Koppitz, nämlich Burkhard Pleske. Ich sag's gleich im Voraus, alle drei hatten ein leichtes Spiel. Denn wenn auch Ehrgeiz vor allen Dingen bei den Erfurtern natürlich voll auf der Karte stand, war es ein absolut korrektes, absolut faires Spiel. Es gab nicht eine einzige gelbe Karte. Bayern München beginnt eher ein bisschen verhalten. Es ist ja auch für den deutschen Fußballmeister nach der gut dreiwöchigen Winterpause das erste Spiel auf Rasen am letzten Wochenende. Auf Hallenparkett in Berlin haben sie sich wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Deswegen kann man schon sich vorstellen, dass sie heute doch in jedem Falle diese Niederlagen auswetzen wollen. Dass sie hoher Favorit sind für dieses Spiel, das braucht nicht betont zu werden. Exakte Besetzung der Münchner Mannschaft, also der berühmte Oliver Kahn, den viele Experten für den derzeit besten deutschen Torhüter, zumindest in der ersten Bundesliga, halten. Lothar Matthäus auf der Libero-Position, vor ihm die beiden Innendecker Babbel und Fink. Rechts auf der Außenbahn Mario Basler. Dann im Mittelfeld Scholl, Nährlinger und Hamann, auf der linken Außenbahn Tarnat und vorn im Sturm Elber. Und hier am Ball der 1,93 Meter große Mecklenburger Carsten Juncker, der außerdem auch stolze 90 Kilogramm in die Waagschale zu werfen hat. Von der Erfurter Mannschaft des Vorjahres nicht mehr dabei Weißhaupt und Herz, die zum SC Freiburg wechselten. Berwolf und Pitzner, die in Jena spielen. Und Jörg Schmidt, der zum Chemnitzer FC gewechselt ist. Könnte da was draus werden? Das ist Hebestreit in der Doublette mit Schönberg. Und der riskiert sofort wieder einen saftigen 22-23 Meter Schuss. Das sorgt für Stimmung im Stadion. Leider fehlen aber auch bei den Erfurtern zwei Standardspieler, der Kapitän Große,
der sich unglücklicherweise am Samstag im Ortsderby gegen Erfurt Nord verletzt hat, ohne gegnerische Einwirkung. Und dann der langzeitverletzte Mittelfeldstratege Jan Wehrmann, der hofft, vielleicht Mitte Februar dann wieder dabei sein zu können. Erfurter sind aufmerksam. Teves dazwischen am rechten Flügel. Die Eingabe von Hebestreit, kommt sie noch bis hin zu Treidel, der gerade erst von Kala hierher nach Erfurt gewechselt ist und für eine Verstärkung aus dem Mittelfeld heraus vor allen Dingen im Sturm sorgen soll. Denn da werden die Erfurter nun nach dem Abgang von Hebestreit sicher ein bisschen Sorgen bekommen. Die Erfurter Mannschaft im Klartext, Kraus also im Tor. Den letzten Mann spielt wie üblich mit der Nummer 7 in den letzten Monaten der sehr beständig zuverlässig gewordene Novak. Die Außendecker sind Schönberg, Piet auf der rechten Seite und Schmidt, Michael Schmidt an der linken Flanke. Die Innendecker sind Teves und der kleine Nachwuchsmann Erdmer, der durch viel, viel Eifer und Laufbereitschaft auffällt, wie man überhaupt sagen muss. Erfurter Mannschaft hat sich unter Führung von Jürgen Raab fraglos in den letzten Monaten zum Positiven entwickelt. Im Mittelfeld der Erfurter Mannschaft spielen Treitel, dann Schukda und dann im Vorwärtsgang der ungarische Gastspieler Notch und Hebestreit. Nico Scheller habe ich noch vergessen. Ein immer zuverlässiger Mann im Mittelfeld, mehr ein bisschen für die Defensivarbeit zuständig. Er fällt eigentlich im Spielverlauf nicht so auf, gehört aber in die Kategorie jener Spieler, die erst richtig auffallen, wenn sie nicht dabei sind. Dann hat man seinen Wert. Schmidt war da ein bisschen zu weit nach vorn geprellt, in die Abseitsfalle der Münchner hineingelaufen, die im Augenblick ihre Defensivspieler auffallend zurückhalten. Vor allen Dingen Matthäus ist noch nicht ein einziges Mal in die Nähe der Mittellinie gekommen. Janka, Tarnat. Ein eher verhaltener Beginn des deutschen Fußballmeisters. Für die Erfurter kommt dieses Spiel natürlich genau zur rechten Zeit. Es soll eine weitere Bestandsaufnahme, vor allen Dingen auch für Jürgen Raab sein, wie er spielen kann, denn schon am nächsten Sonntag geht es weiter mit dem Nachholspiel in der Regionalliga gegen den Spandauer Sportverein. Ein Heimspiel hier an gleicher Stätte ab 14 Uhr und fraglos ein Spiel, in dem die Erfurter klarer Favorit sind, denn die Spandauer sind ein Abstiegskandidat, gegen den gewonnen werden muss, obwohl die Spandauer in der vergangenen Saison ein ausgemacht unbequemer Gegner der Erfurter waren. Oh, gefährliches Spiel, unbeabsichtigt von Janka, der da im Versuch eines Fallrückziehers den Fuß ein bisschen hochgenommen hat. Zum Glück ist Novak nicht voll eingestiegen per Kopf, sodass er weiterspielen kann. Also alles klar im Erfurter Steigerwaldstadion. Nährlinger, Christian Nährlinger im Mittelfeld der Münchner. Ein Mann, der Bayern verlässt. Am 1. Juni wechselt er zu Borussia Dortmund und das war eine Entscheidung, die den Münchnern, wie Uli Hoeneß bestätigte, wehgetan hat. Dass mal einer Bayern verlässt, kommt selten genug vor.
Das war übrigens Nico Scheller. Gerade von mir in diese Richtung gelobt. Er war im richtigen Augenblick in einem gefährdeten Raum und hat den durchbrechenden Bayern-Stürmer den Ball ganz korrekt und fair vom Fuß gespielt. Aber dafür gibt es Eckball und dafür eine Aktion von Basler. Oh, eine ganz gefährliche Szene, die erste gefährliche. Die Hacketrick-Verlängerung von Elber. Und da war auch Jankow voll hineingesprungen, aber Blitzreaktion von Kraus, von Steffen Kraus im Tor der Erfurter. Wieder flache Eingabe diesmal von Schmidt. Da muss er noch dran arbeiten. Er kommt oft zum Flanken, weil er sich weit nach vorn wagt, wenn die Erfurter Mannschaft im Ballbesitz ist, am linken Flügel. Seine Flanken, ob flach oder hoch, sind allerdings immer noch verbesserungsfähig. Hier ein Mann, der von Jena zu Erfurt gekommen ist, Jukta, der fraglos eine Verstärkung darstellt. Das war natürlich ein schwierig zu nehmender Ball von Schönberg. Volley aus der Luft, diese Flanke von Jukta, noch dazu mit dem linken Fuß. Aber mit solchen Schüssen kann man berühmt werden, wenn sie dann auch noch treffen. Matthäus. Eher vorsichtig. Fink. Erfurter Abwehr bisher gut eingestellt. Gut werden die gefährdeten Räume abgesichert. Janker, gut mit der Brust gestoppt, sofort aus der Drehung geschossen. Das zeigt, außer seinem riesigen athletischen Potenzial, dass der Mann auch spielerische Fähigkeiten besitzt. Immer wieder geht's über links. Interessant. Die Flanke kommt, vielleicht eine Idee zu nah an das Tor der Münchner heran. Aber die Rot-Weißen tun genau das, was ihnen Jürgen Raab gesagt hat. Wenn Gegner beschäftigen, nach vorne spielen, wenn die Gelegenheit dazu da ist, ohne die eigene Abwehr zu entblößen. Scholl protestiert. Eigentlich war jedem im Stadion klar, dass er 2-3 Meter im Abseits stand. Übrigens, wer sich nicht mehr daran erinnern sollte, das Vorjahrsspiel, genau am 15. Januar 1997, ging 4-2 für die Münchner aus und machte trotz der Eiseskälte den 20.000 Zuschauern Riesenspaß. Wir hoffen, dass das Letztere also auch heute Abend hier im Stadion so sein wird. Der Anfang jedenfalls ist erst einmal verheißungsvoll. Hamann. Und Erdmer. Geschickt gestoppt und sofort den Gegenzug eingeleitet. Aber da ist der Ballverlust gefährlich. Elber ist da und genau gezielt hat er auf den Erfurter Torhüter. Das ist der Moment, wo der Ball also ausgewechselt wird. Ich sage es schon,
Offenbar hat er durch den Ehrenanstoß von Herrn Dr. Bernhard Vogel aus Respekt gleich ein bisschen Luft verloren, der Ball. Teves. Matthäus Pass, genau in den Lauf von Elber. Brasilianer. Übrigens, das sage ich Ihnen gleich jetzt, der deutsche Meister hat eine riesige Ersatzbank mitgebracht mit ganz berühmten Leuten, die wir dann in der zweiten Halbzeit noch zu sehen bekommen, wie den Nationalspieler Thomas Strunz, den italienischen Nationalspieler Rizzitelli, der ja auch im Vorjahr dabei war, genau wie Strunz. Dann auch den französischen Nationalspieler, den lange verletzten linken Außenverteidiger Lissaressu, der ja von Girondin Bordeaux zu Beginn dieser Saison zu Bayern München kam. Ein Mann, der lange verletzt war. Basler, doch im ganz gemächlichen Trab. Aber Sie wissen, zu seinen Stärken gehört ein enorm schneller Antritt. Auf den ersten 10, 15 Metern kann er sehr, sehr schnell sein. Wenn er Lust und Laune dazu hat. Achtung! Erster kleiner, schüchterner Versuch, allerdings Fehlpass. Aber er kommt wieder ran an den Ball und sofort wird geschossen. Das kann er auch. Fast aus dem Stand, aus 25 Meter Entfernung. Und mit einem Nebenblick hat er offenbar gesehen, dass Kraus ein paar Meter vor seinem Tor stand. Der Mann, der natürlich durch Höchstgeschwindigkeit wie üblich auffällt, Mehmet Scholl im Mittelfeld mit schnellen Wendungen, schnellen Dribblings, Täuschungsmanöver. Was man ihm vorwirft, ist oft nicht formbeständig und nicht effektiv genug in seiner Spielweise. Aber die Zuschauer haben ihn gern. Hier, wieder Saddam. Scharfes Zuspiel von Matthäus. Aber der Ball klebt natürlich am Fuß von Scholl. Wieder genau das richtige Stellungsspiel von Scheller. Und hier ein großartiger Trick des Ungarn Nagy. Von hinten holt er den Ball. Hebestreit, Erdmann. Weiter geht's wieder über Schmidt. Die Flanke kommt gut. Der Schuss misslingt zwar, aber dann kommt da der Nachschuss von Schönberg. Und was für ein Tor. 22 Meter Schuss von Piet Schönberg und das 1:0 für den FC Rot-Weiß Erfurt in der 20. Spielminute. Ein Tor, das absolut der Qualität dieses Spieles entspricht. Und da war Kahn absolut machtlos. Wenn ich mich richtig erinnere, vor einem Jahr, bei dem 2:4-Spiel, hat, glaube ich, auch Weishaupt mit einem herrlichen Flachschuss an den Innenpfosten
und dann ins Netz hinein. Das Spiel eröffnet. Also, Rot-Weiß führt mit 1:0. Allerdings glaubt natürlich keiner unter den knapp 20.000 daran, dass damit eine Sensation in der Luft liegt. Lustige Zuschauer auf der Tribüne haben da schon angefangen zu rufen, Schiedsrichter abpfeifen, damit es in den Statistiken einen 1:0-Sieg der Rot-Weißen über Bayern München gäbe. Aber das passiert natürlich nicht. Parnat, gute Fußparade von Kraus. Hebestreit. Noch einmal, wie eigentlich immer, auch mit einem großen Laufpensum. Der kleinste der Erfurter Mannschaft klebt am größten der Gäste. Matthäus. Und sichtbar kommt er jetzt nach dem 0:1 Rückstand zum ersten Mal über die Mittellinie in die gegnerische Hälfte. Das wollen sie nicht auf sich sitzen lassen. Aber jetzt ist die Gelegenheit für die Erfurter zum Konterzug. Es ist ja auch, Sie wissen es längst, für den neuen Fernsehsender TV Erfurt eine absolute Premiere, zumindest auf dem Gebiet der Fußballübertragung. Ich hoffe, die Bilder gefallen Ihnen. Sie sind klar und deutlich. Das Entscheidende bei einer Fußballübertragung, der Ball ist immer im Bild und Sie sind informiert über den Stand der Dinge auf dem grünen Rasen. Und nächster Schussversuch und wieder nicht schlecht, von Treidel abgezogen. Also arbeitslos ist er nicht, der berühmte Oliver Kahn im Erfurter Stadion. Sie sehen also dieses Spiel tatsächlich in voller Länge. Auch mit allen Unterbrechungen und Auszeiten. Novak, reaktionsschnell gegen Elber. Und er bringt ihn auch gezielt heraus, den Ball. Schukta. Oh, Missverständnis. Thebes muss sich lang machen, Scholl kommt trotzdem nachhaken zum Schuss. Aber offenbar hat der schwarze Pullover von Kraus eine gewisse Anziehungskraft im Augenblick noch. Schnelle Ausführung, Kameramann muss dem Ball hinterherkommen. Wieder Flanke. Natürlich auffallend, dass sich Scholl im bayerischen Mittelfeld am meisten anbietet. Er kommt immer dem ballführenden Spieler entgegen. Mit seinen kurzen, schnellen Bewegungen schafft er auch immer gleich wieder mehrere Anspielmöglichkeiten.
kann die Erfurter Abwehr einigermaßen stolz machen, dass auch die berühmten Bayern-Stürmer mehr als einmal bisher ins Abseits gelaufen sind? Das ist ein Zeichen von Aufmerksamkeit der Erfurter Abwehrspieler. Ein gutes Stellungsspiel. Diese Bayern-Mannschaft hat ja Großes vor. In der bevorstehenden Rückserie, die am 30. Januar beginnt, als erste große Aufgabe das Champions-League-Viertelfinalspiel am 4. März ist das erste in München gegen Borussia Dortmund. Bayern München gegen Borussia Dortmund, fraglos zurzeit der größte deutsche Fußballschlager. Dann haben sie mit Glück und auch ein bisschen List im DFB-Pokal das Halbfinale auch als Heimspiel bekommen gegen den VfB Stuttgart. Und dann wollen sie natürlich noch in der ersten Bundesliga den 4-Punkte-Rückstand gegen den 1. FC Kaiserslautern wettmachen und wieder deutscher Fußballmeister werden. Ein großes, aufwendiges Programm. Und darüber hinaus noch werden dann ab 10. Juni mehrere Spieler aus dieser Mannschaft auch in der deutschen Fußballnationalmannschaft stehen, wenn in Frankreich die Fußballweltmeisterschaft beginnt. Für alle Fußballer fraglos das Allergrößte, was es im Weltfußball gibt. Kahn wird dabei sein. In jedem Falle, wenn auch wohl nur als Torwart Nummer 2 hinter Köpke. Scholl wird dabei sein. Immer wieder Schönberg fällt auf. Mit seinen blitzschnellen Reaktionen durchgezogen und Mut bewiesen. Aus vollem Lauf abgezogen, wenn auch diesmal knapp vorbei. Beifall ist verdient. In diesem Stil sollte er weiterspielen. Scholl, Nährlinger, Hamann, sie alle hoffen noch auf einen WM-Einsatz, zumindest im Großaufgebot der 22. Janka vielleicht auch. Helmer, der leider noch verletzt ist, in jedem Falle. Also, da spielt schon größte deutsche Fußballprominenz auf dem grünen Rasen des Erfurter Stadions. Basler natürlich auch ein Weltmeisterschaftsspieler, aber er möchte mehr werden. Er möchte ein ganz sicherer Stammspieler werden. Das hängt natürlich ausschließlich allein von seiner Form, von seiner Spiellaune ab. Hier jedenfalls im Erfurter Stadion hat er bisher nicht allzu viel gezeigt. Aber hier ist er mal, wieder im Antritt. Basler im Vorwärtsgang, wird es immer gefährlich. Novak wieder glänzend reagiert. Keine Abseitsposition. Dass Ehrgeiz bei den Münchnern da ist, ist jetzt von Scholls Aktion klar erkennbar. Der Ball war ihm aus und er hat noch wütend daran getreten, dass diese Chance dahin ist. Und zum Glück hat der Erfurter Torwart Kraus keine schärfere Attacke auf den Münchner gemacht, sonst hätte es hier möglicherweise einen Strafstoß gegeben. So, aber nur Abstoß. Die kleinen technischen Pannen, na, die stecken Sie doch, liebe Zuschauer, gelassen weg. Dodge, Flanke kommt auf Hebelstreit, Kopfballablage und der Direktschuss, der wäre nicht schlecht gewesen von Zucker. Der hätte gut gelegen.
Tarnat. Und immer wieder Scholl und Hamann. Und auffallend, wieder Matthäus im Vorwärtsgang. Auffallend, die Außenbahnen links, rechts sind bei den Münchnern immer besetzt. Auch in solchen Situationen, wenn der Gegner am Ball ist. Den linken Fuß hat er den Ball gelegt, Basler. Aber der Schuss hat nichts gebracht. Mal Jankow völlig allein gelassen und wieder reagiert Kraus glänzend, aber der Abpraller ist ein Geschenk für Elber. Das ist das 1:1, das ist der Ausgleich der Münchner in der 34. Minute. In der Luftlager schon. Nun war er nicht zu verhindern, denn kein Mensch kann Kraus einen Vorwurf machen. Dieser Scharfschuss von Janker aus naher Distanz war nur mit einer blitzschnellen Reaktion zu halten. Festhalten konnte er diesen Ball wohl nie. Also 1:1. Nichts Sensationelles ist im Erfurter Stadion passiert. Das Vorhaben der Erfurter, die Bayern zu nah. Eine Reaktion von Basler, die nicht ganz astrein war. Wenn er auch hinterher dann gesagt hat, er wollte in jedem Fall nochmal den Ball treffen. Schön sah er nicht aus. Ja, also ich wollte sagen, das Vorhaben der Erfurter, die Bayern zu möglichst viel Ballverlusten zu zwingen, das klappt nun nicht mehr so. Im Gegenteil, jetzt werden die Ballverluste bei den Erfurtern doch zahlreicher. Sie sind viel marschiert, vor allen Dingen weite Strecken. Auch die Angreifer, die Offensivspieler, sind immer wieder fleißig mit zurückgekommen. Das hat das Spiel bisher in einem absolut aus Erfurter Sicht vertretbaren Gleichgewicht gehalten, aber das Übergewicht der Weißen, der Münchner, wird nun immer deutlicher. Ja, er war in Abseitsposition, Janker. Und wenn es nur einen Meter war. Übrigens hat der 1,93 Meter Riese aus Mecklenburg schon in den letzten Wochen und Monaten bewiesen, dass er für einen Mecklenburger ein erstaunliches Temperament besitzt. Dass er vielleicht sogar
speziell bei Schiedsrichterentscheidungen gegen ihn, ein bisschen zügeln sollte. Zum eigenen Interesse. Treitl war hineingelaufen in diesen Querpass von Basler. Und Schönberg ist wieder da und schießt auch wieder sofort. Er hat schon getroffen und ein Tor gegen Bayern München zu erzielen, das ist schon allerhand und wird ihnen weiteren Auftrieb geben. Fink setzt an zum Sprint. Gut freigespielt, Tarnath auf der linken Seite. Aber die Flanke auch wieder gut abgefangen von Novak. Scholl. Schönberg in Bedrängnis, spielt den Ball gut heraus, aber Hebestreit wird frühzeitig noch in der eigenen Hälfte attackiert. Also die Münchner versuchen schon ganz systematisch ihr Spiel zu spielen, wenn sie im Ballbesitz sind. Freistoß links Außenposition, natürlich etwas für Basler. Da kann alles draus entstehen. Ablage, Direktschuss, so überlässt er aber alles Hamann. Und der verfehlt das Erfurter Tor noch um mehrere Meter. Da hat er seine Stärke ausgespielt, Hebestreit im Kopfballspiel. Und da geht er durch. Und schön wär's, das Tor zählt nicht. Den Schuck da hat ganz geschickt, aber doch wohl auch im Bild deutlich erkennbar, den Ball mit dem Oberarm mitgenommen. Es war also kein Abseitstor, sondern vorher ein Oberarmspiel von Schukta und das fällt auch ganz allgemein in die Kategorie Handspiel. Wieder Hebestreit, wieder Schönberg. Vorwärts ist die Parole. Aus dem Hintergrund kommt Schukta, aber der Ball wird ein bisschen leichtfertig verloren. Und dann kommt der Konterzug über Janka. Da setzt er seinen Körper voll ein. Aber wieder haben die Erfurter hinten ganz geschickt den Raum zugemacht. Treitl, der Ex-Kala, hat sich ja gleich am vergangenen Samstag beim Ortsderby gegen Erfurt Nord mit 2 Toren ganz verheißungsvoll eingeführt. Schukta, schöner Pass in die Gasse, Schönberg kommt doch ran.
Der Ball kann nichts dafür, mein lieber Basler, dass der Schönberg wieder eine gute Szene hatte. Und die Eckbälle bei den Erfurtern besorgt meistens der Libero. Der Heiko Novak. Na, der ist dem Piet Schönberg nun ein bisschen über den Senkel gerutscht. Fans aus München sind naturgemäß nicht mitgekommen, aber es gibt unter den knapp 20.000 natürlich genügend echte Bayern-Fans, wie übrigens in ganz Deutschland. Aber die Mannschaft und vor allen Dingen der ganze Club, wir wissen es längst, hat auch seine Kritiker. Damit müssen sie leben. Das sind genau die Flüchtigkeitsfehler, die in jedem Falle auch in einem Regionalligaspiel tunlichst vermieden werden müssen. Uli Hoeneß übrigens, der Manager, der ja auf der Bank neben Trainer Trapattoni das Spiel verfolgt, sieht heute den Ronny Hebestreit zum ersten Mal und hat hinterher gesagt, dass er ihm sehr gut gefallen hat, dass er seine Stärken im Kopfballspiel durchaus erkannt hat, dass aber in den nächsten Monaten die erste Aufgabe des Erfurters sein muss, die Bayern Amateure, die in der Regionalliga Süd spielen und im Augenblick auf einem Abstiegsplatz stehen, mit vom Abstieg zu retten. Also in die erste Bundesliga wird er in keinem Falle jetzt noch in dieser Rückserie kommen. Wieder großartige Tat von Kraus gegen den Brasilianer, gegen Elber. Das war die letzte Handlung in der ersten Halbzeit. Die ersten 45 Minuten sind vorüber in einem absolut ansehnlichen Spiel. Und das 1:1 ist ein Fabelresultat für die Erfurter Mannschaft. Jetzt in dieser Halbzeitpause hat Thorsten Stahlberg, der Reporter von TV Erfurt, Piet Schönberg. Piet, klasse Spiel. Am Mikrofon. Zwei Tore, aber eins reicht auch schon, ja? Ja, ein Tor reicht das mal. Zweite Halbzeit mache ich noch eins. Leider wollen wir mal hoffen. Wunderbar, danke. Bitte. Wir haben ja Thorsten Jäger von der Landeswelle und er macht heute Abend den Stadionsprecher und den Rest erzählt er am besten selbst. Ja, genau so ist es. Also ich bin seit mittlerweile 2,5 Jahren ja auch beim FC Rot-Weiß Erfurt aktiv mittätig als Stadionsprecher. Mir macht es viel Spaß. Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Es kam damals eine Anfrage. Ich selbst habe Fußball gespielt in der DDR, in der zweiten Liga bei Dynamo Eisleben. Und natürlich aus diesem Interesse raus habe ich die Aktivitäten ja gerne aufgenommen. Die Landeswelle hat in diesem Jahr dem Club dann mitgeholfen, auch bei der Bewältigung der anstehenden Aufgaben. Und ich denke, in dieser Kombination macht es nicht nur Spaß, sondern wir helfen auch dem FC Rot-Weiß Erfurt und drücken gemeinsam die Daumen, dass wir da wieder rauskommen, wo wir momentan sind. Jetzt wollen die Jungs sogar von dir Autogramme. Ja, passiert das öfteren schon mal, dass man ein Autogramm von mir auch möchte. Erfüllt die Wünsche natürlich sehr gerne. Okay, danke. Jürgen läuft erstaunlich gut, ja? Ja, ich denke, die Mannschaft hat vor allen Dingen nach vorn gezeigt, dass sie guten Fußball spielen kann und sie hat sich gut verkauft bis jetzt und wir wollen sehen, wie weit die Kraft reicht in der zweiten Halbzeit und wie wir gegenhalten können noch. Ein bisschen besser müssen wir auch die Defensive noch machen, aber das ist natürlich schwer gegen so eine klasse Mannschaft. Alles klar, viel Glück. Danke. Jürgen Raab, wie immer, voller Sachlichkeit, Umsicht.
hat kurz die erste Halbzeit noch einmal skizziert. Vorher war Thorsten Jäger, der Moderator von der Landeswelle und Stadionsprecher im Erfurter Steigerwaldstadion, kurz um seine Meinung gefragt worden von Thorsten Stahlberg, den Reporter, Redakteur von TV Erfurt. Und jetzt geht es nur weiter in der zweiten Halbzeit. Und ich sage es gleich im Voraus, Piet Schönberg kann seinen Wunsch leider nicht erfüllen. Er spielt noch ein bisschen in der zweiten Halbzeit, aber dann wird er mit einer leichten Zerrung sicherheitshalber herausgenommen vom Trainer Jürgen Raab, damit er am Sonntag beim Spandauer Sportverein in jedem Falle wieder in richtiger Form und Verfassung dabei ist. Die zweite Halbzeit wird dann überhaupt von beiden Trainern, auch von Trapattoni, zum kräftigen Wechseln genutzt. Ich sage es Ihnen gleich im Voraus. Bei Bayern München gibt es 6 Auswechslungen im Verlauf dieser zweiten Halbzeit. Tarnat, Nährlinger, Hamann, Basler und Janker sind dann nicht mehr mit von der Partie. Neu hereinkommen Strunz mit der Nummer 8, der lange an einer Verletzung laboriert hat und heute eigentlich sein erstes Probespiel dann wieder macht. Dann der für mich ganz, ganz starke linke Außenverteidiger, der Franzose Lissarazu, der ebenfalls nach einer langen und komplizierten Adduktorenzerrung heute seine ersten Versuche wieder macht. Rizzitelli ist dann dabei, der Italiener am linken Flügel. Und dazu auch Zickler, der für Basler sofort hereingekommen ist auf der rechten Außenbahn. Und dann die weniger bekannten Auswechselspieler Gerster und Weinzierl. Hier haben wir übrigens mit der Rückenansicht, mit den hellblonden Haaren, den italienischen Trainer Trapattoni kurz im Bild gehabt, unten am Bildrand, übrigens mit seinem Assistenten, mit Egon Portes. Bei den Erfurtern werden in dieser zweiten Halbzeit Schönberg, Teves, Scheller und auch Hebestreit ausgewechselt und hereinkommen Fuhrmann, der Ungar Biro, Schneider und der Afrikaner Taubmann. Und auch Heinrichs im Tor wird dann die letzten 10 Minuten für Kraus noch zum Einsatz kommen. Damit ist also der Charakter des Vorbereitungsspieles deutlich gemacht. Also diese zweite Halbzeit, nun die Bayern von rechts nach links. Matthäus, der Älteste, spielt durch. Mittlerweile 36-Jährige, immer noch eine absolute Bank, auch bei den Bayern. Und auch insgesamt gesehen der solideste, der sicherste, der zuverlässigste Aktive bei dem FC Bayern. Auch in diesem Spiel kommt er zum Flanken. Ja, aber leider kommt Hebestreit nicht an diesen Ball heran.